Hallo zusammen. Wir machen heute mal eine kleine Zeitreise ins Jahr 1989. Warum zum Teufel, fragt ihr euch nun möglicherweise. Nun, ich hatte gestern ein kleines bisschen Langeweile, also habe ich mir einen alten Filmklassiker angeguckt. Um genau zu sein, diesen hier. Otto der Außerfriesische, eine Komödie aus dem Jahr 1989 mit Otto Walkes und, ich sag mal so, dem einen oder anderen Witz, den man heutzutage so wahrscheinlich nicht mehr machen würde. Dennoch, die Geschichte dieses Films ist eigentlich ganz rührend. Otto gelingt es nämlich, seine Heimat Ostfriesland zu retten vor einem großen Milliardenkonzern und es gelingt ihm am Ende sogar auch, das Herz seiner Frauke zu erobern. Diese romantische Geschichte ist inzwischen mehr als 30 Jahre alt und ich habe mir gedacht, es wäre doch eine ganz witzige Idee, 30 Jahre später mal die Drehorte dieses Films zu besuchen. In Ostfriesland, der Region, in der Otto Walkes auch aufgewachsen ist. Tja, und genau das machen wir jetzt. Erstmal mit den schlechten Nachrichten an. Es gibt leider ein paar Orte, die wir heute nicht besichtigen können. Zum Beispiel ist es mir nicht gelungen herauszufinden, wo eigentlich der Firmensitz von Highspeed Unlimited ist. Ihr wisst schon, das ist diese Betrügerfirma, die hier an der Nordsee einen Hochgeschwindigkeitszug bauen wollte. Und das konnte ja nur dadurch verhindert werden, weil Ottos Leuchtturm hier auf dem Deich stand. Im Übrigen war dieser ganze Handlungsstrang eine Anlehnung an die Teststrecke des Transrapids im Emsland, die zu dieser Zeit, glaube ich, eingeweiht wurde. Wie auch immer, im Film wird gezeigt, wie Otto mit seinem kleinen Auto vor dieser Firmenzentrale vorfährt und dieses Gebäude sieht für Ende der 80er Jahre ziemlich modern und futuristisch aus, finde ich. Und ich habe mich zu Tode gegoogelt. Ich habe nicht herausgefunden, wo diese Firmenzentrale von Highspeed Unlimited ist. Falls ihr möglicherweise wisst, wo das sein soll, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich würde das total gerne sehen. Möglicherweise ist es Privatbesitz, möglicherweise ist es auch überhaupt gar nicht in Ostfriesland. Von daher wird das vielleicht etwas schwierig, das zu finden. Aber falls ihr wisst, wo Highspeed Unlimited ist, diese verbrecherische Betrügerfirma, schreibt es mir nochmal in die Kommentare, würde ich echt gerne wissen. Was wir heute auch nicht besichtigen können, sind natürlich sämtliche Szenen, die im Ausland gedreht worden sind. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, Otto reist ja in dem Film nach Miami, um dort seinen Zwillingsbruder Benno zu suchen und wieder mit nach Hause zu bringen. Ich weiß nicht genau, ob diese Szenen tatsächlich in Miami gedreht worden sind, aber sie wurden sehr offensichtlich nicht in Deutschland gedreht. Und dementsprechend können wir natürlich sämtliche dieser Szenen heute auch nicht besuchen. Was wir aber sehr wohl besichtigen können, sind natürlich sämtliche Drehorte, die sich hier in Ottos Heimatregion befinden, in Ostfriesland. Und auf einen, beziehungsweise auf den wichtigsten überhaupt, laufe ich auch gerade schon zu, nämlich auf den gelb-rot gestreiften Otto-Leuchtturm. Da ist das gute Stück und da oben ist auch schon eine Touristengruppe. Ja, ich hoffe, Otto hat genug angemaltes Klopapier dabei. Ach, was schön. Das ist also Ostfriesland. Herrlich. So, das ist der Turm in seiner vollen Pracht und ich habe mir mal wieder hier so ein paar Szenen rausgesucht, wie der Turm im Film dargestellt wurde. Hier sieht man die Touristengruppe, die vor dem Leuchtturm steht, die dann von Otto in Empfang genommen wird und dann werden die ganzen angemalten Leuchttürme, die Klopapier-Leuchttürme verkauft. Und wenn man das jetzt mal so zum Vergleich sich hier anschaut, sieht man schon, es sind so ein paar Sachen hinzugekommen. Zum einen hat der Leuchtturm im Film noch keine Treppe. Das hat sich geändert. Da ist eine Treppe gebaut worden. Wann, das weiß ich nicht genau. Was man auch sieht,
ist natürlich der Schlosspark, der daneben gebaut worden ist. Und natürlich die Windkraftanlagen hinter dem Leuchtturm. Auch die gab es 1989 offenbar noch nicht. Wenn man sich sonst das Foto aber mal anguckt, fällt auf, da hinten diese kleine Bauminsel zum Beispiel, die gab es damals sehr wohl schon. Aber es sind auch so ein paar Bäume hinzugekommen. Zum Beispiel hier links zum Beispiel sieht man keine Bäume. Dafür sieht man dort aber inzwischen so einen kleinen Busch. Den gab es damals wohl noch nicht. Wenn wir uns den Turm selbst mal angucken, hier im Film hat er offenbar noch ja, so ein leicht grünliches Dach oder abgeblättert. Keine Ahnung. Hier ist er auf jeden Fall schön braun gestrichen. Und hier sieht man tatsächlich, dass auch irgendwas noch im Fenster gewesen ist. Ist das möglicherweise noch sogar diese Leuchte? Keine Ahnung. Davon sieht man natürlich jetzt hier überhaupt gar nichts. Aber ansonsten muss man schon sagen, ist der Turm ziemlich originalgetreu. So, hier haben wir nochmal eine Luftaufnahme von der anderen Seite. Da sieht man den Leuchtturm aus der anderen Richtung. Und schaut mal hier, dieses Haus, was da steht, das existiert tatsächlich immer noch. Genauso wie der Leuchtturm. Da unten, selbst diese kleine Bucht in der Straße ist noch da, auch wenn sie ein kleines bisschen anders aussieht. Ja, und dieses Haus hier neben dem Leuchtturm ist tatsächlich auch offenbar ein Privathaus. Also da wohnt wohl tatsächlich jemand drin. Und ja, also da hat sich wirklich in den vergangenen 30 Jahren nichts geändert. Auch hier sieht man nochmal schön, diese Fenster sind tatsächlich echt originalgetreu. Ne, wollte ich gerade sagen, Moment mal. Guck mal hier, die sind breiter, kann das sein? Guck mal die oberen und unteren Fenster an. Und das hier ist, die unteren sind viel länger als die oberen. Ja, dann schauen wir uns den Turm doch mal aus der Nähe an. Und eine Sache, die sofort auffällt, ist, dass dieser Turm an allen Ecken und Enden beschmiert ist. Zum Beispiel hier, von diesem Hobbykünstler oder von so ein paar durchgeknallten Pärchen, wie zum Beispiel Ronny und Nadine. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid offenbar am 26.11. zusammengekommen. Das ist wirklich schön für euch, aber ich verrate euch ein Geheimnis. Es interessiert keine Sau und vor allem möchte es niemand an dem schönen Otto-Turm lesen. Also hört auf, ständig euren Namen irgendwo hin zu kritzeln, so wichtig seid ihr nicht. Und man sieht auch hier direkt neben dem Turm, die ganze Sache wurde natürlich touristisch wunderbar ausgeschlachtet. Hier wurde ein Schlosspark errichtet für die ganzen verrückt gewordenen Pärchen, die sich unbedingt irgendwo verewigen müssen mit einem Liebesschloss. Wahrscheinlich war auch das irgendwie eine Notmaßnahme, weil wahrscheinlich hätten sie es sonst da irgendwo oben an den Turm gehängt oder sowas. Und das möchte nun wirklich niemand. Mein Gott, was ist das denn? Das ist ja unfassbar hässlich. Naja, egal. So viel also zu den touristischen Besonderheiten dieses Turms. Also er wird gerne bemalt und es werden Schlösser aufgehangen. Guck mal, Diana und Manuel waren auch hier am 11.07. aus Bayern. Wie kommt man auf die Idee, sich hier hinzumalen? Ganz ehrlich. Und dann auch noch so hässlich. Sarah und Thomas. Ja, herzlichen Glückwunsch. Guck mal, sie ist Single, aber sie hat sich trotzdem hingemalt. Tabea, was ist mit dir? Mann. Halten wir also fest, den Leuchtturm kann man auch mehr als 30 Jahre später fast originalgetreu noch so besichtigen. Ist auf jeden Fall ein lohnenswertes Ausflugsziel. Aber bitte nicht dran malen. Echt wirklich nicht, lasst es sein. Falls ihr übrigens dachtet, dieser Leuchtturm sei erst in den 80er Jahren oder so hier hingebaut worden, mitnichten. Der wurde schon 1883 erbaut und wurde dann 1915 stillgelegt. Damals hatte der auch noch gar nicht diese rot-gelbe Farbe, sondern die wurde erst 1973 daran gemalt. Das war so die Zeit, da sollte dieser Leuchtturm eigentlich, weil er nicht mehr benutzt wurde, abgerissen werden. Da gab es aber Proteste gegen und dann hat man das gelassen und dann hat man ihn stattdessen saniert und eben so schön angemalt. Und dann, erst weitere 20 Jahre später, tauchte er dann eben in dem Otto-Film auf. Da hinten baggert übrigens schon die ganze Zeit ein Bagger. Ich hoffe doch stark, das ist nicht High Speed Unlimited. Kommt der Hochgeschwindigkeitszug am Ende doch? Fragezeichen. Ich hoffe nicht. Übrigens auch total interessant, oder? So ein Hochgeschwindigkeitszug ist doch eigentlich total nachhaltig, oder? Das hat man vor 30 Jahren offenbar noch ein bisschen anders gesehen und hat diese Firma wie die totalen Betrüger dargestellt. Irgendwie interessant, oder? So, jetzt versuchen wir mal herauszufinden, wie Otto eigentlich zu seiner nächsten Szene
gekommen ist. Ihr erinnert euch möglicherweise, der Film beginnt ja auf dem Leuchtturm und dann fährt Otto zu diesem Haus, wo die Klopapierrollen angemalt werden und er steigt ins Auto und fährt in die Richtung da. Und tatsächlich, ich habe gerade mal nachgeguckt, das macht geografisch sogar Sinn, denn tatsächlich müssen wir in diese Richtung und nach dahin, nach Grothusen. Da wurde die Szene nämlich gedreht. Und ich bin mal gespannt, ob wir das Haus wiederfinden. So, da sind wir offenbar. Grothusen, jo. Das ist der Ortseingang. Und wir müssen uns jetzt mal so ein bisschen an der Kirche orientieren. Ich hoffe, ich finde sie. Denn die Kirche ist in den Szenen ganz oft zu sehen. Und da können wir mal so ein bisschen gucken, ob wir dann auch die Häuser finden. Ja, entweder weiter geradeaus oder rechts. Wir fahren erstmal weiter geradeaus. Und da fahren wir auch schon wieder raus. Nee, das kann ja wohl nicht richtig sein. Wir müssen auf jeden Fall eine Kirche finden. Ich fahre einfach mal hier rein. Mal gucken, was passiert. Kirche, Kirche, Kirche. Oh, da ist eine Kirche. Seht ihr sie? Links. Das ist die Kirche. Genau. Und wenn da die Kirche ist, dann müssen hier auch die Drehorte sein. Schauen wir mal, ob wir es finden. Oh, ich glaube, wir fahren direkt drauf zu. Ich glaube, das ist das Haus. Das ist tatsächlich das Haus, wo die... Yo, genau. Genau das ist doch das Haus, wo die Klopapier-Leuchttürme angemalt wurden. Hundertprozentig. Ja. Wir versuchen mal hier zu parken und dann zeige ich es euch mal etwas genauer. So, hier ist die berühmte Szene, wo Otto zu dem Haus fährt. Jo, das ist wohl exakt von hier gefilmt worden. Oh, aber es gibt eine Sache, die sofort auffällt. Das Haus ist offenbar nicht mehr weiß. Wie kann das denn passieren? Schaut mal hier. Das ist exakt dieselbe Szene. Das stimmt auch tatsächlich alles noch. Die Kirche ist genau dieselbe Kirche. Dieses Haus ist auch noch direkt daneben. Offenbar wurde davor ein neues Haus gebaut. Das ist hier. Das hat es vorher offenbar nicht gegeben. Da war mehr Grünfläche. Aber guck mal hier, das Haus, wo Otto von der ganzen Familie die Leuchttürme anmalen lassen hat, das ist nicht mehr weiß. Das ist jetzt tatsächlich Backstein. So, hier sieht man Ottos Auto. Direkt vor den Fenstern. Ja, die Fensterläden waren früher offenbar grün, heute sind sie schwarz und halt eben auch, ja, das Haus war eben weiß und nicht Backsteinfarben. Aber auch hier sieht man nochmal ganz eindeutig, es ist exakt das Haus gewesen. Das stimmt. Guck mal hier. Da ist der Busch, da ist sogar noch so ein Kranz am Toreingang. Da hat Otto sein Auto geparkt und ist dann mit seinen Klopapierrollen da reingelaufen. Ja, und dann saßen sie da alle und haben die Leuchttürme angemalt. Aber interessant. Interessant, wie sich ein Haus so verändern kann, oder? Im Übrigen, ne, wenn ihr mal einen Otto-Urlaub machen wollt, offenbar ist das tatsächlich auch ein Ferienhaus. Könnt ihr also drin übernachten. Sieht zwar nicht mehr so ganz aus wie vorher, aber könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Es gibt hier offenbar noch einen anderen Drehort in Grothusen, und zwar die Osterburg. Das ist der Ort, wo Otto dem Baron einen ollen Eimer angedreht hat, so als Antiquität. Das ist angeblich ein privater Ort, also die Burg ist in Privatbesitz. Wir fahren jetzt trotzdem mal hin, mal gucken, ob man da trotzdem von der Straße oder so filmen kann. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber wir können es zumindest mal ausprobieren. Ja, turns out, die Burg war direkt nebenan. Es war ziemlich unsinnig, da jetzt hinzufahren. Egal, wir gehen da jetzt nicht direkt hin, weil diese Burg tatsächlich in Privatbesitz ist und da wohnen Leute. Ich zeige sie euch jetzt aber mal von der Straße. So, nur, dass ihr es einmal kurz gesehen habt, da ist es tatsächlich die Osterburg. Das ist der Ort, wo Otto dem Baron einen ollen Eimer angedreht hat und noch eine ganze Menge mehr.
irgendwo dort im Wald wird vermutlich auch diese Szene dann eben entstanden sein. Da fährt Otto dann auf die Burg zu. Aber da gehen wir jetzt eben nicht hin. Wenn das privat ist, lassen wir das auch privat und lassen mal schön die Leute in Ruhe. Aber dass ihr es mal gesehen habt, ne? Da ist er, die Osterburg. So, willkommen in Gretsiel. Ein Ort, in dem tatsächlich gleich mehrere Szenen des Otto-Films gedreht worden sind. Unter anderem gleich ganz am Anfang. So, wenn man hier vom Parkplatz runterkommt, dann sieht man sie auch schon direkt. Tada! Das sind die berühmten Gretsieler Zwillingsmühlen. Es gibt gleich zwei Stück davon. Eine rote und eine grüne. Und die haben tatsächlich auch im Film von Otto eine große Rolle gespielt. Das ist die Szene ganz am Anfang, wo der Hubschrauber über das Dorf fliegt. Und da sind diese Windmühlen tatsächlich zu sehen. Was man hier natürlich auch direkt sieht im Vergleich, ist das Vorhandensein der Flügel. Die vordere rote Mühle hat aktuell keinen Flügel, hier im Film aber schon. Dafür hat die grüne Mühle keinen Flügel. Jetzt, 30 Jahre später, aber schon. Ich habe das mal so ein bisschen recherchiert. Offenbar ist das tatsächlich so ein kleines, grundsätzliches Problem. Diese Flügel wurden halt mehrmals schon von irgendwelchen Stürmen aus der Verankerung gerissen. Und dann sind sie kaputt und dann dauert es mitunter Jahre, bis diese Flügel wieder restauriert werden. Weil das halt einfach super teuer ist und weil das sehr historische Mühlen sind. Und deswegen kommt es halt von Zeit zu Zeit eben vor, dass die Flügel... Ja, dass die Mühlen manchmal eben keine Flügel haben. Und so war es offenbar vor 30 Jahren schon und so ist es auch jetzt 30 Jahre später offenbar. Ansonsten ist diese Szene natürlich auch aus anderer Hinsicht aufschlussreich. Man sieht hier zum Beispiel, offenbar hat man irgendwann die Straße neu gemacht. Das ist jetzt so eine Art verkehrsberuhigter Bereich. Früher war das noch nicht so. Vor 30 Jahren hat man sich gedacht, ja, da nehmen wir einfach eine ganz normale Straße. Jetzt sieht das hier schon so ein bisschen mehr nach Gehweg aus tatsächlich. So, das ist hier übrigens die grüne Mühle, die auch hier im Intro zu sehen ist. Offenbar war sie damals etwas farbenfroher. Heute ist sie eher grau. Also ich stehe jetzt hier vor der Mühle, da ist so eine kleine Straße und das ist auch die Straße, die hier im Film zu sehen ist. Interessanterweise, das Haus hat sich doch deutlich verändert. Ich glaube, das wurde komplett neu gebaut, kann das sein? War das möglicherweise damals die Post? Da ist so ein gelbes Schild vor dem Haus. War das eine Poststelle möglicherweise? Das würde Sinn ergeben, denn jetzt gibt es dort halt den Postkasten. Die wurde offenbar wegrationalisiert. Stattdessen hat man da so einen Postkasten hingebaut. Das könnte natürlich sein, ne? Also es ist auf jeden Fall echt eine süße Innenstadt hier in Gretsiel. Ich laufe jetzt mal zum Hafen. Der ist in die Richtung. Der war auf jeden Fall im Otto-Film etwas wichtiger als die Mühlen. Die Mühlen wurden ja nur mal kurz gezeigt, aber am Hafen, da ist Otto ja zurückgekommen, als er aus Miami zurückgekehrt ist mit dem Schiff. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, es macht überhaupt gar keinen Sinn, aber egal. Schauen wir doch mal, ob wir die Szenen wiedererkennen. So, das sieht doch vertraut aus, oder? Hier mal zum Vergleich, das ist das Bild, wo Otto aus Miami zurückkehrt und dann an Bord springt, sich freut, dass er seine Heimat gerettet hat. Und dann am Ende stellt sich raus, er ist gar nicht der große Held, sondern sein Zwillingsbruder Benno. Das alles wurde hier gefilmt. Und das sieht man auch schon hier, diese großen Holzpöller, die gibt es auch heute noch. Schaut mal da. Da sind sie. Da hat sich nicht viel verändert. Und mir wurde gesagt, dass selbst das Schiff, auf dem Otto gereist ist, nämlich die Gre 2, angeblich auch noch hier im Hafen liegen soll. Und jetzt schauen wir doch mal, ob wir dieses Schiff tatsächlich finden. Es gibt auf jeden Fall die Gre 17 schon mal. Schauen wir doch mal. Ist das vielleicht schon die? Nee. Das ist die Gre 22. Schauen wir doch mal, ob wir Ottos Schiff finden. So, hier haben wir die zwei Gebrüder und die Erna, aber die wollen wir nicht. Wir wollen die Gre 2. Hat offenbar so einen Holzrand. Ach, guck mal. Da ist sie ja, Gre 2. Die Erna ist die Gre 2. Das ist ja verrückt.
Und sie ist inzwischen nicht mehr braun, sondern grün, kann das sein? Ja, bin ich mir jetzt irgendwie nicht ganz sicher, ob das wirklich das Schiff von Otto ist. Aber es soll Gree 2 heißen. Das stand zumindest im Film auf dem Schiff drauf. Merkwürdig. Aber das ist doch nicht das Schiff. Hier sehen wir Ottos Schiff nochmal von hinten. Aber das ist doch nicht das Schiff. Steht Gree 2 drauf, aber das ist doch ein ganz anderes Schiff. Das ist doch grün und sieht ganz anders aus. Naja, ich befürchte, das können wir heute nicht beantworten. Also ich habe ein Schiff gefunden, das heißt Gree 2, genauso wie das Otto-Schiff. Es ist aber grün und nicht braun. Entweder haben sie das irgendwann mal umlackiert oder irgendwo in diesem Hafen, möglicherweise ganz da hinten, gibt es ein Schiff, was tatsächlich das Otto-Schiff ist. Gut, ich glaube, da kommen wir es heute nicht weiter. Gut, vielleicht kommen wir bei dieser Szene weiter. Das ist die Szene, wo Otto vom Boot absteigt. Hier Captain, da Otto, hier Holzpöller. So, die Szene direkt danach ist diese. Otto blickt also in diese Richtung und erblickt plötzlich eine Statue seines Zwillingsbruders Benno. So, und wenn wir mal genau dasselbe machen, gehen hier mal vom Boot und gucken in die andere Richtung, da sehen wir interessanterweise nichts. Zumindest sehen wir nicht das hier. Also eine goldene Statue hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber wenigstens hätte ich erwartet, ja, dass man irgendwas anderes sieht. Aber offenbar wurde das ganz woanders gedreht. Wir gehen jetzt mal nach oben und gucken mal, ob wir das trotzdem irgendwie wiederfinden. So, wenn wir jetzt hier einfach mal wieder hochlaufen, ist das hier möglicherweise der Ort, wo die Statue steht? So richtig irgendwie nicht, oder? Nee. Also wir haben hier links auf jeden Fall so eine Schleuse. Das könnte die doch sein. Ja, aber nee, sieht ganz anders aus. Also hier ist links so ein Schleusentor, dahinter eine Mauer. Das ist alles nicht hier zu sehen. Komplett gefaked, die Szene. Tja, verarscht. Völlig verarscht haben sie uns. Über 30 Jahre lang. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Gut, an der Stelle kommen wir offenbar nicht weiter, aber es gibt noch eine andere wichtige Szene, die hier in Greetsiel gedreht worden ist, und zwar die Szene mit Frauke und ihrem Kindergarten. Und der Kindergarten ist tatsächlich gar kein Kindergarten, sondern eine alte Schule. Die alte Schule Greetsiel, und da laufen wir jetzt mal hin. Das ist er doch tatsächlich. Ach, ist das schön. Das ist er. Das ist Fraukes Kindergarten. Witzig. Übrigens, hier zum Beweis, das ist tatsächlich die alte Schule und heute auch eine Ferienwohnung. Das heißt, hier könnt ihr tatsächlich auch übernachten, wenn ihr denn wollt. Da steht auch nochmal ein Schild, denkmalgeschütztes Haus. Ja, Fraukes Kindergarten. Tatsächlich. So, dann versuchen wir doch mal, die Szenen wieder übereinander zu legen. Ah ja, so, hier sehen wir schon, hier kommt Otto mit seinem Auto zur Schule gefahren, beziehungsweise zum Kindergarten gefahren, wo Frauke drin arbeitet. Hier rechts sehen wir Fahrräder an der Wand liegen und das muss von hier gefilmt worden sein. Wenn wir uns das mal hier angucken, genau, da ist Otto wohl offenbar mit seinem Auto um die Ecke gebogen. Wir sehen das hier rechts an den Fenstern, die sind nämlich nach wie vor fast originalgetreu. Die Tür war damals nicht grün, die war damals braun. Heute ist sie grün. Und selbstverständlich war damals hier oben das Schild Kindergarten, um einfach zu erklären, dass das ein Kindergarten sein soll. Das war natürlich auch damals schon kein Kindergarten. Ja, klar, dass die Fahrräder nicht mehr da stehen, aber interessant ist auch hier, früher war hier tatsächlich ja so eine Art Betonbordstein oder sowas. Das ist heute nicht mehr so. Heute haben die hier tatsächlich so einen Garten, wobei das auch kein richtiger Garten ist. Das ist ja hier nur Kies oder sowas. Was ebenfalls auffällt, ist dieses Haus da links neben Fraukes Kindergarten. Auch das sah damals noch ein bisschen anders aus, oder? Da hatte es weiße Fenster mit so blauen Verschlägen. Jetzt hat das so Kirchenfenster. Seht ihr das?
Das sieht ja irgendwie merkwürdig aus. Was ist das denn für ein Gebäude? Ja, und was vor allem auch auffällt, der Kirschbaum ist offenbar auch nicht mehr da. Der hat wohl da gestanden vorher. Sehe ich das richtig? Oder ist das... Nee, kann ja nicht der Baum gewesen sein. Das ist ja ein Kirschblütenbaum. Ja, der hat es offenbar nicht überlebt. Aber der Busch, seht ihr das? Guck mal, der kleine Busch da, der kleine, der ist inzwischen ein ganz großer Busch. Och, wie schön. Das ist ja auch witzig, oder? Guck mal, 30 Jahre gewachsen. Kleiner Busch, hier. 30 Jahre später großer Busch. Ja, manche Dinge bleiben einfach bestehen. Da gucken die Kinder aus dem Fenster und hoffen, dass sich Frauke und Otto endlich küssen. Also angenommen, die haben hier rausgeguckt. Dann haben sie hier hingeguckt. Sieht heute ein bisschen anders aus. Schön. Haben wir Fraukes Kindergarten gefunden. Das freut mich wirklich. Aber auch ansonsten, ich muss echt sagen, das ist wirklich schön hier in Greetsiel. Also auch wenn ihr euch nicht für Otto interessiert, ist auf jeden Fall mal ein Ausflug wert. Solltet ihr mal hinfahren. Echt schön. So, einen Ort gibt's noch, der ist auch so ein kleines bisschen tricky, und zwar dieser Biohof, auf dem Otto immer seine Milch gekauft hat und auf dem Otto auch dessen Bewohner darüber belehrt hat, wie man eigentlich einen Teebeutel richtig entsorgt. Dieser Biohof ist, so vermute ich zumindest, auch wahrscheinlich ein echter Hof, auf dem auch echt Leute leben, aber er ist vom Deich aus zu sehen und deswegen versuchen wir jetzt mal, diesen Hof noch zu finden. So, da sind wir wieder am Deich. Ha, und da hinten, schaut mal da, das ist doch unser Biohof, aber er hat Solaranlagen auf dem Dach. Was ist das denn? Interessant, hier wird offenbar der Deich höher und fester gemacht. Ja, nicht, dass die Flut noch unseren Biohof überschwemmt, ne? So, und hier ist er jetzt tatsächlich. Tada! Unser Biohof. Zum Vergleich. Yep. Passt genau. Ja, und das ist natürlich ein privat bewohntes Gebäude. Deswegen, erstens lassen wir die Leute hier natürlich in Ruhe. Zweitens, ich werde auch die Adresse davon nicht nennen. Lasst bitte die Leute in Frieden. Guckt es euch vom Deich aus an. Das ist alles zu sehen, was ihr sehen müsst. Natürlich hat sich da auch einiges geändert, seht ihr hier, da, also natürlich haben die ein bisschen umgebaut, das Güllefass ist weg, es ist nicht mehr gepflastert davor, also da wurde natürlich selbstverständlich was dran gemacht, schließlich ist es ein privat bewohntes Gebäude und selbstverständlich machen die Leute dann mal ihren Garten anders. Ja, aber eine Sache ist ganz bestimmt gleich geblieben und zwar die Art der Mülltrennung. Ich hoffe, ihr wisst noch, wie es funktioniert, ganz genau. Altpapier, Altmetall und Altschnur. So, das war mein Tag am Deich und mein Tag mit Otto, der Außerfriesische. Eine schöne Zeitreise ins Jahr 1989. Und es ist immer noch eine ganz schön steife Brise hier oben. Aber wir fahren jetzt nach Hause und ich hoffe sehr, dass euch dieses Video ein kleines bisschen gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt natürlich auch meinen Kanal abonnieren und die Glocke läuten, dann verpasst ihr kein weiteres Reisevideo. Und ja, wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Möglichkeit. In der Videobeschreibung gibt es einen Patreon-Link, den könnt ihr anklicken und mich dort unterstützen. Das war's aber für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und bis zur nächsten Reise. Hier übrigens der Beweis, dass ich den ganzen Tag auf dem Deich unterwegs war. Mein Gott, wie sehe ich aus? Was habe ich gemacht? Mein Gott. Ich hoffe, das geht mit Persil wieder raus.